Hey, Scusi, Scusi Mario, was machen du auf meinem Luftschiff? Katzo, verschwinde! So, weg ist die Sau und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy V! Beim letzten Mal haben wir das schnucklige Schiffchen hier gekriegt und... aha, ich habe mir gedacht, ich zeige euch nochmal kurz was. Für diejenigen, die das Spiel schon mal gespielt haben, kennen sie vielleicht einen bestimmten Gegner... Moment, wo haben wir denn hier was? Ja, das sieht groß genug aus. Einen bestimmten Gegner, der hier rumläuft. Mal gucken. Alles klar. Und der ähnlich schwer zu besiegen ist wie Gaki Samera, nämlich kaum. Und da wollte ich einfach mal kurz zeigen, wie es denn klappen könnte. Ja, Prototype, wie man sehen kann. Blang, null, blang, null. Hier selbst mit... Moment. Na? Freundchen? Hier. Wie heißt es? Dixbumsbogen. Mit Zacki, Bomski, wie heißt es? Gewitterbogen, also Bultbogen oder sowas. Nichts, obwohl es ein Maschinenmonster ist. Nichts. Gar nichts. Alles nada, niente. So. Hey, das ist eine Fähigkeit, die ich lernen will. Später. So, jetzt hoffen wir mal. Sehr schön. Ja, sobald man die Control-Ability hat, kann man ihn kontrollieren. Das klappt sogar recht häufig. Und dann sehen wir mal, was hat er denn, Müssel? Kann man lernen? Blaster ist ziemlich blöde, kann er einsetzen und das kann einen direkt töten oder, wenn es gut geht, nur paralysieren. Und Exploder, ja, er opfert sich selbst, um Schaden zu machen und dadurch kriegt man ihn ziemlich schnell tot. Ja, 500 Erfahrungspunkte, 4 Ability Points, ist recht viel. Und man bekommt einen Dark Matter, eine schwarze Materie. Und die können wir später noch gut gebrauchen. Und deswegen möchte ich hier eine kleine Trainingssession einlegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und willkommen zurück. Ja, wie man sehen kann, ich habe ein klein wenig getan. Ich habe... und wo haben wir es denn? Sieht man es? Ich glaube, ich habe knapp unter... ich suche es jetzt nicht. Ich habe knapp unter 30 dunkle Materie gesucht. Und jetzt besuchen wir nochmal die Stadt, um King Tycoon in den Arsch zu... Hey. Beweg dich, Schiff. Was ist los? Jetzt machen wir wieder zurück. Was zum... die Stadt? Was ist mit der Stadt? Verdammt. Ich mach meinen... mach zu viel italienischen Akzent. Wenn auch nicht besonders gut. Okay. Es erscheint eine größere Stadt, die auch noch schwebt? Seid ihr bekloppt? Ey! Das ist nicht der Windkristall, das ist der Erdkristall! Wo ist das Ding jetzt abgeblieben? Hey, wo bist du? Wo bist du? Wir haben keine Ahnung, wo es ist, also wen fragen wir? Dr. Seed, wo ist die Stadt hin? Hat Mario die hochgehievt oder was? Verdammt, wo haben wir es denn? Orientierungssinn ist nicht da. Okay, wir wollen jetzt nicht in die antike Bibliothek, weil da sind hier natürlich nicht mehr. Die sind immer noch da im Untergrund von der Halbmondinsel. Oh, da oben ist was. Kann man aber nicht hin, gerade. Schade, Mann. So, haben wir jetzt schon wieder verflogen. Oh, ich könnte... jetzt bin ich, glaube ich, hier einmal quer drüber geflogen. Meine Güte. So, Halbmondinsel, Halbmondinsel. Ah, da bist du. Ja, hier ist nichts. Man sieht hier dieses schöne kleine Feld, was die gerne ein bisschen hätten größer machen können, weil es doch teilweise ziemlich schwierig ist, genau da drauf zu landen. So, jetzt suchen wir mal. Oh, wie praktisch. Komm, gleich auf mich zugelaufen. Barzit mit? Was ist ein Barzit? Keine Ahnung. Barzit mit. Ja. Pant, Pant. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das heißt, aber schließen wir es, heißt noch sie. Wir wissen es. Wir haben sie durch das Teleskop gesehen. Ah, ihr habt also ein Teleskop gerade. In dem Moment natürlich genau dahin geguckt. Ist klar, Chef. Oh, ein Buch. Der Erdkristall ist innerhalb dieser fliegenden Ruinen. Oh! Die City wurde zum Schweben gebracht durch den Kristall. Allerdings wussten sie, dass der Kristall dabei war zu zerbrechen und so landeten sie die Stadt wieder. Okay, Erdkristall, fliegen. Warum denn nicht? Warum haben sie den Erdkristall nicht mit dem Windkristall vertauscht? Das würde doch nicht Sinn machen. Aber nein, Erdkristall. Vielleicht irgendwelche Magnetfelder oder sowas. Ach, ich denke nicht weiter drüber nach. Wir müssen uns beeilen. Irgendjemand hat die Maschine gestartet. Ach ja, dafür bist du ein Doktor geworden, ne? Wenn das nicht offensichtlich wäre. Vater? Das kann nicht sein. Und wie können wir so hoch in den Himmel? Wir haben ein Luftschiff. Wie wär's damit? Damit? Mit einem Buch? Okay. Wenn wir etwas davon hätten. Okay, mehr Bücher in den Ofen schmeißen. Ach so. Das wird Adamantium genannt.
Wir könnten es benutzen, um das Luftschiff zu stärken und es höher fliegen zu lassen. Nee, dann könnte es höher fliegen. Okay. Vielleicht irgendwelche schweren Eisenteile, Austausch mit Adamantium. Ist es leichter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wo wir welches kriegen können. Ich erinnere mich an den... Nee, erinnert euch an den Meteor, an dem ich hergekommen bin. Ich denke, ich erinnere mich an etwas innerhalb des Meteors. Wirklich? Zweifelst du an mir? Nun, deine Erinnerung ist noch nicht komplett zurückgekehrt, oder? Nun, aber irgendwie bin ich mir sicher, dass da Adamantium war. Ich bin mir sicher, dass die Entwickler dachten, dass ihnen nichts Besseres dazu eingefallen ist als das. Naja. Nun, es ist ein Versuch wert. Okay. Nun, wir kümmern uns um alles hier. Und ihr kommt mit dem Adamantium so schnell ihr könnt wieder zurück. Na klar. So, haut ab, ich will mich wieder bewegen können. Okay, ab ans Steuer. Und dann müssen wir wohl oder übel... Moment, wo war das? Ich glaube, das war der Meteor bei Tycoon. Und haha. Okay, wir müssen... Na, warum drücke ich immer den falschen Knopf, wenn ich mit dem Scheißschiff landen will? Man kann übrigens nur von hier unten rein. Warum von oben? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut, der Meteor versperrt wohl anscheinend den Weg irgendwie. Was man ja irgendwo hier auch sieht. Naja. Und dieses auffällige Fleckchen wird mal untersucht. Ich bin sicher, es war irgendwo hier. Was denn? Ein Schalter? Okay. Da ist es. Okay, dann muss er wohl beim Aufprall irgendwie aktiviert worden sein. Garlof wurde durch den Eingang geschleudert und ist irgendwo gar nicht neben dem Eingang dann liegen geblieben. Okay, das tut's hier überhaupt nicht und das wird wohl das Adamantium sein. Das ist es. Erstaunliche Erinnerungskraft, hä? Das ist nicht etwas, was jemand mit Amnesie sagen sollte. Adamantium erhalten. Yeah. Das war einfach. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das ist irgendwas ist falsch. Seht euch vor. Ja, ich hätte es mit mehr Dramaturgie sagen sollen. Wen kümmert sich drum? Oh mein Gott, ein Adamant-Tee und es haut viel zu krass zu und hält viel zu viel aus. Oh mein Gott, wir werden nicht gegen ihn gewinnen können. Es sei denn, wir haben Level 5 Doom. Ja. Level 20 ist das Bürschlein und Level 5 Doom macht kurzen Prozess damit. So viel dazu. Turtelschell gekriegt, ausgezeichnet, die können wir später noch gebrauchen. So, mit dem Adamantium gehen wir jetzt wieder zurück, oder fliegen wir besser gesagt wieder zurück. Und da ich euch... Oh, jetzt gehe ich hier verschwiegt. Da ich euch den Rückweg wieder ersparen will, ich verfliege mich sowieso, treffen wir uns da gleich wieder. Bis gleich. Alles bereit machen zur Landung. Mal wieder. Gut, dass der Apparat hier noch funktioniert. Okay, die kommen immer zufällig hier vorbeigelaufen. Praktisch. Ah, was für ein Klotz. Ihr habt das Adamantium. Nun werden wir sofort starten. Arzt, ihr solltet euch so lange in den Novo-Raum legen. Okay. Ich habe allerdings irgendwie Zweifel daran, dass dieses kleine Bröckchen irgendwie ausreicht, um die ganzen schweren Teile auszutauschen, oder? Nun ja. Ich liebe diese Szene. Mit den multiplen Sprites und der Musik, die immer schneller wird, immer schneller. Ah, ich hab's ja gedacht, gesehen und gehört und so weiter. Was ist mit dir los, Bartz? Ich hatte gerade einen Traum, dass das Luftschiff schon fertig ist. Klar. Wir sind fertig. Na verdammt, er hat sogar recht gehabt. Wow, ihr Typen seid aber schnell. Nun, hebt ab. Moment. Nun, hebt ab und dann drückt den A-Knopf. Und dann wählt oben. Okay. Und, können wir damit diese fliegende Stadt erreichen? Sonst wäre es sinnlos gewesen, Lenna. Nun, wie auch immer, es ist nicht so einfach. Schaut her. Warum nicht? Müssen wir jetzt noch schieben oder was? Die fliegende Stadt kann nicht so einfach betreten werden. Erst dann, wenn alle Kanonen zerstört wurden. Kanonen? Also, Bezug nehmen auf dieses Buch hier. Da sind diese Kanonen sehr, sehr mächtig. Kanonen? Aber wir müssen gehen. Natürlich. Kanonen? Kein Problem.
Na, schopfe nicht einfach in den Lauf, Garluf. Dank euch, Sid, Matt, wir müssen uns beeilen und die fliegende Stadt erreichen, bevor der Kristall zerbricht. Du hast es erfasst, Bart. Ist das nicht das, was wir schon die ganze Zeit über tun? In diesem Spiel? Na gut, zwischendurch mal aus explodierenden Schlössern rauslaufen. Und sowas. Aber, naja, was soll's. Okay, gestartet. A-Knopf drücken, nochmal A-Knopf drücken. Und wir erheben uns in die Atmosphäre. Was erwartet uns hier? Explosionen! Werden wir diese Stadt betreten können? Wo sind die Kanonen überhaupt? All das und viel mehr in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy V! Final Fantasy 13 wünsche ich noch einen schönen Abend. Bye!